Weiter geht es mit einer neuen Folge Uncharted 4. Aber wir müssen leise sein, denn wir sind hier immer noch im riesigen Anwesen und die Italiener, die suchen uns. Hat eben gerade Lilliputana gesagt? Hey, Surprise! Von wegen leise sein. Tod und Verderben und Action. Richtig laut. Ist eher mein Markenzeichen, Stealth. Wer will schon schleichen, wenn er töten kann? Der war gewagt, aber er hat funktioniert. Guter Sprung, mein Junge. Munition bin ich voll. Okay, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich muss sagen, die ganzen Dächer hier und die ganzen Winkel, die sind mittlerweile ein bisschen verwirrend geworden. Ja, man könnte nahezu von einem Irrgarten reden. Überraschung? Überraschung. Hier machen wir eine Überraschung. Im hohen Gras bin ich aus irgendeinem Grund perfekt getarnt. Und da kommt er. Der Bürger. Patentiert aus dem Hause Drake. Guck, guck. Genickbruch. Der gute alte Kuckuck, Genickbruch. Eine Treppe. Mal was Neues, ha? Huh? Oh, warte mal, wo komme ich hier hin? Wir gehen erstmal hier drüben hin. Neugier. Da unten sehen wir die Autos. Dass wir hier nicht irgendwie einfach nach unten springen können und reagieren können. Hier drüben noch ein. Ich baller sie weg. Und den nächsten. Wieso schleichen, wenn man töten kann? Na ja, komm schon, zeig dich. Okay, noch habe ich Munition. Habe ich ihn einen weggeholt? Mach keinen Scheiß. Wow. Aber hier drüben kommen noch mehr. Alright. Kein Problem. Ah, wir bleiben bei der 9mm, denn ich denke, für die andere geht mir schnell die Munition aus. Munition ist voll, sehr gut. Klar, so eine Uzi ist nice, aber irgendwie ohne Kugeln bringt die mir gar nichts. Schaut euch diesen coolen Sprung an. Ich glaube, hier wollen wir hin. Die roten Fahnen. Die roten Fahnen sind richtig. Fast beim Ball sein. Fast geschafft. Nathan, die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Ich komme, Sam. Bin unterwegs. Ich sag ja, mega verwirrend. Immer hier so ein bisschen schauen, wo geht's hin. Oh, hier drüben. Irgendwas war eben gerade hier drüben. Ach du hier, dich kann ich bewegen. Stimmt, ich dachte schon, oh, gut. Ich würde irgendwas Interessantes finden. Aber hier komme ich dann in der Mitte bei dem Vogel nach oben. Was? Wie? Italiano. Si, prego. Töten? Ja, nein, vielleicht. Ich bin für ja. Wie bist du da oben hin? Klettern ist mein Ding. Hat der eben gerade wirklich hier meine Vorrichtung verwendet, um da drüben hinzukommen? Seil. Los geht's. Oh shit! Perfekt, oder? Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Guter Schuss, Nathan.
Habe ich da eben gerade eine Shotgun gehört? Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Scheiße, was jetzt? Kommt zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Okay, los. Die zerlegen meine Deckung. Uncool. Fucking uncool. Oh, die haut rein. Deutlich geiler als die 9mm. Oh, verfluchte Scheiße. Sehr gut. Granate, dein Ernst? Tja, selber schuld. Die nehme ich. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Hier drüben versteckt er sich. Lass mir die Munition mitnehmen. Ich meine, die Bude hier ist doch mega nice. Kann man nicht irgendwas klauen? So ein Ölgemälde würde ich mitnehmen. Hey, Sam, hier lang! Oh, bin geil hier! Sally, uns rennt die Zeit weg! Halt durch, Junge, ich bin fast da! Jetzt geht's rund. Ach, Italiener. Die ballern eben gerne. Ja, alles easy, aber die Flutlichter, die nerven ein bisschen. Hat der sich eben gerade abgeseilt? Moment mal, abseilen können nur wir. Ein Drake-Ding. Mach uns nicht unser Ding nach. Gott sei Dank, Mann. Ja dann, Abflug. Los, los! Dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odia mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können.
Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, herrje, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Kapitel Nummer 8. Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Sogar natürlich Spuren im Schnee. Was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Laufen. Ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Meine Meinung? Ich würde ihn killen. Was, wenn ich die Gelegenheit hätte, ja, ich würde es machen. Ziemlich, aber es ist lange her, ist etwas verblasst. Dieser Kran, Sprengstoff. Ich glaube, der Diebstahl des Kreuzes hat unseren Rafe nervös gemacht. Ja, ein wenig. Okay, bis jetzt kann ich hier nichts Interessantes finden. Und wie es aussieht, können wir hier unten hin. Mann, die Umgebung hier sieht wieder so umwerfend gut aus, finde ich. Also das ganze Spiel bietet so viel Abwechslung, was die Kulissen angeht. Aber das kennt man ja von Uncharted. Okay, rutschen. Rutschen und leben. Noch ein bisschen rutschen, noch ein bisschen leben. Gut. Gut, gut, gut. Was meinst du? Können wir uns irgendwo hier abseilen? Immerhin, ich habe das Familienseil dabei. Oder noch ein bisschen mehr rutschen.
Ist das tief? Verdammt tief. Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Hier, das sieht gut aus. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Verdammt gute Idee. Kommt ja auch von mir. Und direkt hole ich hier die Knarre raus. Das bedeutet, man könnte eventuell hier auf Gegner treffen. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Shoreline? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Mach sie nie, dich gewinnen! War doch klar, oder? Ich habe eine Knarre, das bedeutet, es kommen Gegner. Okay, der sollte tot sein. Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Shoreline. Die haben uns wohl erwartet. Die wissen Bescheid. Wir suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Naja, ich denke mal, er war mit der Kathedrale durch, dachte sich dann, what nu? Und dann hat er eben die ganze Gegend hier durchsucht. Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Sieht gemütlich aus. Elegant gestorben, mein Freund. Oh, hier drüben. Wir finden einen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat. Ja, wohl kaum. Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein. Majestätisch. Soll ich ihn töten? Denkt ihr, das geht? Nee, geht nicht. Nee, es wird grau, ich kann ihn nicht töten. Aber ich hätte es getan. Gott, bin ich ein Monster. Einfach so einen unschuldigen Hirsch töten. Hier kann man doch bestimmt irgendwas Wertvolles finden. Ich meine, in so einer Gegend hier könnte ich es mir eher vorstellen als irgendwo in einer Villa in Italien. Dass man hier noch so einen Ring findet oder irgendeine Brosche oder eine seltene Kette aus Gold. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Ach, die Shoreliner. Ja, so eine Mönchkette mit Diamanten und Gold. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Genau davon rede ich. Genau davon rede ich. Und zack. Was haben wir hier Schönes gefunden? Keine Kette. Wir haben gefunden... Oh Gott, habe ich viel übersehen. Aber wie gesagt, die Dinger tragen ja nichts zu der Geschichte bei. Da wollen wir wetten? Einfach nur sammeln. Dynamite. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Kann ich nur eins mitnehmen? Denn immerhin, wir können ja 4 Stück tragen. Okay, wollen wir hier durch? Das Tor sprengen? Na, Moment. Man kann hier so elegant hoch. Nee, leider nichts. Also wie gesagt, ich schaue mich immer mal wieder so ein bisschen um, auch um die Level zu genießen, aber so wirklich jetzt jeden Schatz suchen, muss nicht sein. Weil sie eben auch keine Geschichte oder sonstiges haben, die jetzt relevant ist. Alles klar, rüber damit. Machen wir mal richtig Lärm. Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Hätte man timen müssen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Was meinst du, haben wir hier irgendwas? Auf die Dinger kann man perfekt klettern. Kann man es bewegen? Das ist die große Frage. Sammy Boy, eine Idee? Noch ein Tor. Sprengen, sprengen. Schwupps,
Nimm das, Tür. Nimm das, Tür. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Man nannte ihn den Türvernichter. Terminator. Hey, wie sieht's hiermit aus? Womit? Hiermit? Hey, damit können wir rausklettern. Die Lenkung ist beschissen. Aber das sollte gehen. Vorsicht. Oh, mit dem Mistding bleibe ich wirklich überall hängen. Stellt euch vor, das Ding wäre gekippt. Hey, du könntest mir helfen. Ich glaube, gemeinsam wären wir schneller. Also mein Bruder ist wirklich ziemlich faul. Verstecken. Töten. Sie sehen uns nicht. Ja, und nun? Wo sind unsere Jungs? Waffen entsichert lassen. Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Egal. Der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Hier. Jemand hat die Tür gesprengt. Vorsicht. Sam, was machst du? Großer Gott, Sam. Moment mal. Okay. Mein Bruder ist ein Ninja. Respekt. Noch einer von denen? Irgendwo da oben. Tot? Nicht tot. Nein, ganz und gar nicht tot. Einer? Drei? Hundert, meinte ich. 300. Diese Schweine. Die werfen mit Lampen. Die kennen keine Grenze. Gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Das meine ich, ihr könntet mir wirklich ein kleines bisschen helfen. Nur so ein kleines bisschen. Einfach sagen, hey Bruder, kann ich dir zur Hand gehen? Ich würde sagen, ja, bitte. Das wäre eine sehr, sehr nette Geste. Aber nein, Nathan Drake muss wieder mal alles alleine machen. Wie immer eben. Eine Knarre wäre gut. Okay, hier ran. Okay, was jetzt? Schwingen. Hab es. Wow, Vorsicht. Immer schön schwingen. Ah, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich benutze den Haken. So. Und hierhin. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Vielleicht, aber ich hab's perfektioniert. Das ist eine hohe Kunst. Ziemlich tollpatschig. Moment. Ja, jetzt tut's dir leid, hä? Ich glaube, da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen irgendwo anders hin. Wir müssen hier hin. Kann ich hier ranspringen? No way. Da komme ich niemals hin. Warte, ich mache nochmal hier die Nummer. Falsche Richtung. Passiert. Es sah so weit aus. Es sah so verdammt weit aus. War aber gar nicht so weit. Sam, die Leiter da. Ich komme nicht dran. Okay, warte. Ich komme rüber. Beeil dich. Ich werd nicht jünger. Okay. Hilf mir hoch. Okay. Nicht so grob, nicht so grob, nicht so grob. Also mit der Nummer sollten die beiden wirklich in den Zirkus gehen. Das ist hohe Kunst. Los, ich zieh dich hoch. Hochziehen?
Okay, Moment, Moment. Ich muss erstmal hier runter. Dann hier so rum. Bereit? Gut. Na geht doch. So. Tja, und wie das ganze Klettern hier weitergeht, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Wie immer, die Bewertung nicht vergessen. Nehmt euch die Sekunde. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zusehen und tschüss.